Hallo Leute, Rhinegger hier von Arduino PRX. Ich habe dieses Wochenende mal ein bisschen rumgebastelt wieder am System und habe den Admin-Bereich überarbeitet und den wollte ich euch jetzt mal schnell zeigen, bevor ich ins Bett gehe. Starten wir mal das System. Zack. So, also am Layout, an den Layouts und so, da habe ich jetzt noch nichts geändert, bis auf die Tatsache, dass ich hier in diesem Container mal ein paar Labels platziert habe, um zu zeigen, dass auch die Labels gescrollt werden. Aber das ist jetzt Nebensache. Gehen wir mal ins Layout 1 und gehen in den Admin-Bereich. Der Admin-Bereich hat jetzt hier diese Leiste, das ist die Main-Leiste, da kann ich den String-Table ändern, Letter-Table, Save, Card-Info, Color-Table, General, Controls. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf String-Table gehe, sieht das schon ein bisschen übersichtlicher aus. Hier neben wird immer eine Seite von den Strings aufgelistet. Hier auf dem Knopf kann ich weiter scrollen und sehe dann genau, welche Nummer welcher String hat. Ganz Standard. Kann die Strings editieren und kann neue Strings anlegen. So, gehen wir mal zurück. Bei den Letter-Table ist das genauso. Der Letter-Table ist übrigens dafür da, um das Tastatur-Layout der On-Screen-Keyboards schneller konfigurieren zu können. Das heißt, wenn ich jetzt gerne ein amerikanisches Layout hätte, muss ich einfach hier drin Y und Z vertauschen und schon bin ich von Querz auf QWERTY umgestiegen und umgedreht. So, gehen wir mal hier zurück. Dann die Save-Funktion, Card-Info, zeigt ein bisschen Information, wissen wir ja schon. Das ist der Color-Table. Am Color-Table kann ich wieder schön meine Farben sehen. Gehen wir mal auf Edit, editieren wir mal die Color 25, hier sehen wir die ursprüngliche Farbe, wie sie war, hier können wir uns jetzt frei austoben und irgendwelche Farben zusammenmischen. Gehen wir mal zurück wieder, so, das war der Color Table, back. So, bei General ist immer noch Border Style etc., ist jetzt auch gar nicht so interessant. Was neu ist jetzt, sind die Funktionen, schon ein paar fertige Funktionen für die Steuerelemente zu kontrollieren. Zum Beispiel hier habe ich jetzt die ganzen Steuerelemente, Layouts, Container, Buttons, Checkbox, Radio-Buttons, Slider, Values und Labels. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf Slider gehe, kriege ich hier neben schön die Slider aufgelistet, die es gibt. Und ich möchte jetzt zum Beispiel den Slider 5, der ist im Layout 2, löschen. So, dann machen wir mal Delete, geben hier 5 ein. Okay. Und wie ihr seht, ist leider 5 weg. Wenn ich jetzt die Admin-Bar verlasse, machen wir das mal. Zack. Gehen wir ins Layout 2. Müsste da jetzt ein Slider fehlen. Und zack, weg ist er. Da war er. Okay. Gehen wir wieder in die Admin-Bar rein. Die Admin-Bar ist übrigens in jedem Layout zu öffnen. Also man muss nicht unbedingt ein Layout 1 sein. Jetzt wollte ich euch noch Folgendes demonstrieren. Wir haben hier jetzt momentan 5585 Bytes freier RAM. Also das ist jetzt momentan verfügbar. 5585. Jetzt gehe ich mal hin, gehe in Slider und lösche den Slider 6. Delete 6. Okay. So, der Slider 6 ist jetzt weg. Und wie man sieht hier, haben wir jetzt statt 5585 5605 freien RAM. Also je weniger Steuerelemente ich habe, desto mehr RAM ist frei, logisch. Ne? Und ich habe mal geguckt, wenn keine Steuerelemente vorhanden sind, quasi nur das blanke System plus ein Layout, sind noch 6700 Bytes frei. Und der Rest wird halt fürs Betriebssystem benötigt. Aber mit diesen freien Bytes kann man einiges an Layouts generieren. Also da dauert es, bis man an seine Grenzen stößt. Löschen wir mal noch ein... Oder ich zeige euch mal noch kurz die Editierfunktion. Hier haben wir jetzt die Radio-Buttons, jetzt wollen wir mal Radio mit der ID 5, ich habe auf New gedrückt, gehen wir mal auf Edit, drücken auf 5, okay. Das ist jetzt zum Beispiel der Editor für einen Radio-Button zu editieren. Man sieht hier die Koordinaten, wie breit er ist, in welchem Layer der ist, der Titel, die Farbe des Hintergrundes. Mal zurück. Slider zum Beispiel haben ja noch diesen Min- und diesen Max-Bereich, wo den Wert festlegt. Wenn ich jetzt hier einen Slider mal editiere, dann haben wir hier noch den Threshold-Bereich, also Min, Max. Dann haben wir hier Color, das ist die Color vom Slider selbst. Das ist der Balken vom Slider. Hier wieder die Koordinaten, das Layout und der Titel. Also man kann jetzt alles editieren, man kann schon löschen und man kann schon neue anlegen. So langsam wird es auf jeden Fall ein fertiges System. Das war's dann auch schon für heute. Ich werde euch wieder auf dem Laufenden halten, wenn es was Neues gibt. Ja, in diesem Sinne, eine schöne Arbeitswoche. Euer Rhinegger von Arduino PRX.